Willkommen bei Trials Fusion. Das letzte Mal, als wir hier unterwegs waren, da sind wir an einem PC gewesen. Und jetzt sind wir auch an einem PC, aber nur jeder für sich. Und zwar der unvergleichliche Basti. Hallo, Freddy. Und heute Special Gäste. Der unglaublich verkackende Ram Schmizo. Oh. Ja, hallo, hi. Hi, Rami. Man kann das hier gerade kostenlos spielen, deswegen habe ich dieses Spiel auch spontan. Richtig. Dieses Wochenende vom 19. bis zum 22. konnte man den Multiplayer mal testen, weil sie sind jetzt tatsächlich dazu übergegangen, den Multiplayer in Trials Fusion hinzuzufügen. Es ist nicht zu fassen. Ja. Oh, bin ich schlecht. Nicht zu fassen. Wow, ja, also ich meine, ja, ich bin wirklich schlecht. Guckt am besten nicht bei mir. Spielt ihr bei euch auch immer vorne? Bitte? Seid ihr vorne bei euch? Wie vorne? Ja, ja, ich bin vorne. Ja, ich bin auf der ersten Lane. Hier so, dass ja, jeder ich auch. Vorne ist. Ja. Oh, komme ich tatsächlich... Du hast nur 20 Sekunden, das schaffst du doch. Ja, Mama, ey. Huch. Wir können dir ja Tipps geben, Rahmen. Nee, ja. Nachher schaffe ich das noch. Ja. Ja, ja. Das sieht doch schon mal gar nicht so kacke aus. Also ich habe mich... Ich finde es immer noch lustig, wenn man mit dem Kopf einfach mal so gegen alles fährt. Ich möchte auch alle begrüßen, die gerade bei mir schauen. Hallo, liebe Spontram-Zuschauer. Na? Hallo. Alles Taco? Ja, heißt das Ding. Fehlt bei euch auch der Boden? Die Textur vom Boden? Nee. Hier kommt gerade Lauf 2. Oh, ich bin vorne. Lauf 2. Ist das nochmal die gleiche Strecke? Anscheinend. Nee, das. Also, ich fahre gerade nochmal live und zwar besser als jemals zuvor. Also, mit aller Erfahrung, die ich in diesem Spiel gemacht habe. Okay, da stimmen wohl irgendwelche Einstellungen nicht. Weiß ich nicht. Ich finde das nicht so schlecht, weil ich bin fast vorne. Oh, das ist auch nicht so wild. Ja, ich hab irgendwie 8 Strecken oder sowas sind da drin gewesen, wenn wir jetzt alle zweimal fahren müssen. What? 16. Whoop. Huch. Komisch, dass ich schlechter bin jetzt. Ich war bis eben noch besser. Der Lernprozess ist eher so Durchschnitt. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich, dass es jetzt endlich in Trials Fusion dann demnächst auch den Multiplayer gibt. Den Online-Multiplayer. Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr immer noch Evolution spielt. Ja. Als Multiplayer. Huch, hoppla. Ja, jetzt weißt du es. Ja. Damals war es ja so, sie haben ja am Anfang von Trials Fusion haben sie gesagt, naja, es hat ja niemand den Multiplayer auf dem PC gespielt. Ja, ist ja Quatsch. Wie sollen wir es dann einfühlen? Ja, weil Uplay nicht funktioniert hat. Genau, richtig. Genau das war das Problem. Ja. Und jetzt haben sie es endlich begriffen. Ja, ich möchte auch noch mal kurz sagen, vielleicht merkt man, dass ich nicht der allerbeste Super King bin hier. Ich habe Evolution so ein bisschen gespielt innerhalb von ein paar Streams. Aber dann, das war es dann auch schon. Aber es ist super. Guckt ihr mir etwa zu, oder was? Ja, ja. Wenn wir im Ziel sind, dann können wir dich sehen. Ah, das geht noch. Na? No. Oh. Eben bin ich wenigstens durchgekommen. Ja. Spontan nichts. Hallo, ich habe immerhin 0 Punkte. Achso, 14 Punkte doch. Ich hab jetzt was Neues. Oh. Was denn das für ein Karre hier? Super hier, Piet. Oh, wir müssten mal die Rabbit nehmen demnächst. Lass uns mal bei der nächsten Strecke, wenn's. Lass uns dann mal die Rabbit nehmen. Lass uns mal mit dem Fahrrad dann durch die Gegend fahren. Das ist schön. Gut, können wir machen. Ja, Ich bin übrigens heute besonders gut vorbereitet, Basti. Inwiefern? Ich hab vorhin in der Zeit, in der du noch nicht da warst, Gesprächsthemen bei Google eingegeben. Ach. Und? Ja. Und bin auf einer Seite gelandet, wo man Tipps für das perfekte erste Date bekommt. Ah. Mist. Und? Ja. Dann legen wir los jetzt. Ja, da sind, also pass mal auf, das ist hier so ein bisschen aufgeteilt. Gesprächsthemen zum besser kennenlernen, ne, oder zur Anfahrt, für eine persönliche Ebene, für eine intime Ebene und für eine romantische, sexuelle Ebene. Und okay. Ich habe da noch nicht wirklich reingeguckt, aber ich dachte vielleicht... Vielleicht ist das der Fehler. Genau. Und ich denke, so die ersten zwei Kategorien können wir überspringen. Okay. Ich fange mal direkt mit der intimen Ebene an, ja? Ja. Wen rufst du als erstes an, wenn es dir schlecht geht? Bin ich auch gefragt? Fragst du mich das gerade? Ihr seid beide gefragt. Achso. Wen ruft ihr? Ich hätte vielleicht ihr sagen sollen. Ich telefoniere so selten, wahrscheinlich rufe ich niemanden an. Ja, ich auch. Du schreibst eine SMS, ne? Mami, komm her! Nö, ich hab das Handy gerade aus. Na, nee, weiß ich nicht. Ich schmeiß den Stream an. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ich brauche niemanden anrufen. Das geht mir nicht schlecht. Ja, eben. Ich brauche nie jemanden anrufen, wenn jemand anders noch in der Wohnung ist. Ist auch ein Vorteil. Stimmt. Und ich bin auch nie jemand, der sofort immer zum Arzt rennt und sich mit Medikamenten vollhaut. Von daher, das meiste geht auch so. Das stimmt, ja, nee, aber ich habe tatsächlich auch niemanden. Also ich einfach wollen niemanden. Wir uns gegenseitig anrufen? Ja, komm, wir... Weil ich glaube, das hilft nicht. Das ist jetzt ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich finde, das ist kein gutes Thema für ein erstes Date. Wenn man das dann tatsächlich, ist tatsächlich. Ach, das kein, ist für ein erstes Date, das stimmt ja. Für ein erstes Date finde ich, das ist sowieso eine ganz schön. Kann man einfach sagen, ich würde am liebsten dich anrufen. Ich habe ja jetzt schon ein paar Kategorien übersprungen. Als erstes sagt man Hallo. Macht man natürlich besser kennenlernen und so, aber wir sind ja jetzt über den Status schon hinaus. Meinst du? Ja, ja. Hier, was arbeitest du und warum? So, dann machen wir das ist so langweilig. Am Anfang. Sowas. Kann auch jeder. Ja, ja, ich bin Holzfäller. Ich bin sehr sensibel. Was, wie ernährst du dich? Kochst du gerne? Nee, das ist jetzt nicht das richtige Thema für diese Kombination. Ja. Ich koche gerne. Ich esse auch gerne. Ja, ist schön. Und ich koche alles. Man muss ja auch einen Abnehmer finden. Abnehmer. Abnehmer. Essen. Nee. Bin ich gut? Nee. Übrigens, die letzte Kategorie, ne? Gesprächsthemen für eine romantische sexuelle Ebene, quasi zum Schluss des Abends. Hier, ganz rechts, Rabbit, ganz rechts. Ja, wir machen jetzt alle zum Rabbit. Zum Schluss des Abends darf man dann auch fragen, bist du Single und wie ist das für dich? Hä? Warum lädt man jemanden auf ein Date ein, der nicht Single ist? Zum Abwerben oder nicht. Was? Und wie ist das für dich? Wir haben alle voll die Mörderkarren jetzt. Aber echt, jetzt geht's hier richtig ab. Muss ich treten? Das ist ja mal cool. Ups. Fuck, ich bleib hängen. Was ist denn da los? Oh, ich bleib hängen. Der hängt immer. Ich meine, Huch. Bitte? Was? Entschuldigung. Nein. Ich habe mir so viele niveauvolle Gesprächsthemen dran rausgesucht. Ja, es tut mir leid. Ich wollte nur. Auch ein super Thema für ein erstes Date ist, wovor hast du am meisten Angst? Vor dir. Vor schlechten Dates. Ja, genau. Vor dummen Fragen bei Dates. Also ich muss ja sagen, bei mir, mit die Texturen kommen gar nicht klar hier. Mein Spiel ist gerade mal eher so schwammhaft gesehen. Ja. Hast du denn die Einstellung vorher nochmal überprüft? Inwiefern überprüft? Ja, das sind ja andere Einstellungen als beim normalen Trials Fusion Spiel. Ja, das stimmt schon, ja. Vielleicht hätte ich das nochmal. Ich habe damit jetzt zum Beispiel keine Probleme. Ich habe alles auf Ultra und es sieht eher so, also die Landschaft sieht halt eher so ein bisschen schwach aus. Finde ich. Ich bin gar nicht so schlecht gewesen. Nee. Ist tatsächlich, Rami. Unglaublich. Es ist nicht zu fassen. Ja. Wie viele Folgen habt ihr eigentlich Vorsprung mittlerweile in Trials überhaupt? Wie viele habt ihr schon aufgenommen? Oder 97 oder so. Fast 98, glaube ich. Crazy. Ja, wenn wir die Trials Fusion Folge, den lokalen Multiplayer mitrechnen, dann sind wir bei 99. Das ist hier quasi die 100. Folge. Dann bin ich ja Spezialgast. Trials. Ja, aber es ist ja... Ich bin nicht so speziell, nee. Weil wir fangen du hier bist quasi sowieso Spezialgast, weil... Also ich bin immer speziell, aber nicht speziell. Tatsächlich, morgen ist Heiligabend. Stimmt. Echt? Ja. Ist schon wieder rum das Jahr. Du bist sozusagen unser persönlicher Weihnachtsmann-Rahmen. Ich kann sowas. Ich bin voll gut darin. Ja. Er ist dann auf meinem Kanal dann auch morgen Weihnachten? Ja, ne? Ich glaube ja. Je nachdem, wann ich die Folge hochlade. Ich meine, es ist natürlich alles live hier. Das ist ja der kürzeste Livestream überhaupt. Und ihr könnt sogar im Livestream zurückspulen. Das ist toll. Und vorspulen sogar. Und vorspulen, das ist noch das viel Dollar. Ja. Na, ich will noch. Aua, okay, ich will doch nicht mehr. Na, schon wieder Tritt rein, Junge. Auf dem Wheelie. Das ist schön. Mano. Ja, schön auch, wie ihr alle in der Luft stehen bleibt. Ja, also bisher geht's doch eigentlich ganz gut, rein technisch gesehen. Ich finde aber auch, ja genau, du bist ja halt Beta, aber läuft schon. Ja, also, ja bei mir spackt's ein bisschen rum. Was fahren wir? Ich fahre mal. Nehmen wir jetzt wieder den Baggy hier, so. Nimm mal, na, der Baggy ist doch lang. Ja, ich hab keine Ahnung von den Dingern. Baggy ist das Standard-Moped, was du am Anfang hast. Achso. Das ist ein bisschen träge und so. Roche. Also die Roach ist ein bisschen schneller. Pit Viper ist ein bisschen wendiger und Ja, woher soll man das wissen? Da stand er ja jetzt nicht unbedingt bei. Nee.
Dafür muss man das. Das ist ja voll die Verarschung. Nein. Da kommt der Dresden raus. Die Verarschung ist es. Oh, die Verarschung. Oh, warte mal, du wohnst ja in Dresden-Rahmen, ne? Ja, zufällig. Bist du denn schon islamisiert? ich bin, ja, nein. Also, ich bin mir manchmal selbst nicht ganz sicher. Wenn du morgens aufwachst mit so einem Rauschebart. Woran erkennt man das? Ich wach tatsächlich manchmal mit einem Rauschebart auf. Und dann stelle ich fest, das sind die Haare meiner Freundin. Nee. Huch! Oi! Wo muss ich denn da hin? Ah, nach unten. Immer geradeaus in dem Spiel. Nee, weiß ich nicht. Das ist hier. Ich wurde noch nicht weggebombt, falls du das meinst. Wie viel kriegt man eigentlich mit davon? Von diesen ganzen komischen Demonstrationen, wenn man in Dresden. Man kriegt in Demonstrationen was mit, wenn man da in der Gegend ist. Ich ja meistens nicht. Ja. Wenn du weißt, aha, hier montags ist Halligalli, dann gehst du entweder zur Gegendemo oder meidest halt die Stadt. Ja. Ich bin ja eh nicht so oft in der Stadt. Von daher. Oh, eine blöde Kackstelle hier. Hallo. Oh. Du schaffst es, Rami. Guck dir mir wieder zu. Oh. Hä? Das ging aber schnell jetzt. Ich bin tot umgefallen einfach. Ja, das passiert öfters mal. Die haben einfach dann spontan Versagen aller Muskeln. Die ganze Körperspannung verloren. Ja. Einfach raus. Okay, ich find's aber angenehm, dass man das immer zweimal spielt hier, muss ich ja sagen. Ja, das kann man. Die Strecken sind ja nicht so knalle lang. Das stimmt. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, nö, 8 sind ein bisschen viel. Aber gut, dann ist es eben so. Ich glaube, das zählt immer, also dass er nicht insgesamt 8 macht, sondern 2x4, glaube ich. Man kann sich ja auch die Folge aufteilen. Nein. Nein. Weil morgen ist ja Weihnachten und dann, wenn man 12 ist und noch ganz gespannt darauf wartet, dass man seine Geschenke auspacken darf, dann kann man einfach den zweiten Teil morgen gucken. Du meinst, wir sind ein Geschenk? Oder so, einfach die ganze Folge nochmal morgen gucken. Als Zuschauer kann man es. Ja, genau. Oh, das war. Ey, bei mir ruckelt das Spiel teilweise sowas von heftig. Ich habe hier gerade irgendwie gefühlte 5 FPS oder so. Wir müssen vor der nächsten Folge einfach nochmal die Einstellung tweaken und dann mal gucken, wie es dann aussieht. Ich habe hier alles hochgeklöppelt und keine Probleme, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich liegt es bei mir daran, dass ich nicht alles hochgeklöppelt habe. Ja, du meinst, das Spiel läuft schlechter, weil das weniger machen muss. Genau. Das ist unterfordert und quengelt dann. Ja. Darf man ins Ziel abspringen? Basti, hast du das eingestellt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist ja voll fies. Ich hab nichts verändert bei der Einstellung. Wie für solche Schrägen ist natürlich dein Quad richtig gut, ne? Ja, aber an anderen Stellen ist es ganz schön scheiße. Vorhin bin ich von einem Checkpoint nicht weggekommen, weil... Ich will erst so sein. Ah, doch nicht. Verdammt, das war knapp. Eigentlich war eh nicht Erster. Erster war ich schon. Fred war schon seit Stunden. Ich bin schon so lange im Ziel. Fred war schon wieder einkaufen und ist wieder zurück. Ja, ich hab's mir schon gemütlich gemacht, hab ihn eingerichtet alles. Ja, was nehme ich denn? Foxbett? Nee, ich nehme auch mal den hier das Dings mit den 4 Rädern. Wie heißt das? 4 Räder? Quad. 4 Räder. 4-Räder-Quad. Was für ein Quatsch, ey. Okay. Das hätte jetzt hier. Sag mal, wie viele Leute können hier mitspielen? 8. Bis zu 8. Das ist ja mal abgefahren. So. Ja! Boah, ist das Ding träge. Yep. Wir haben genau das. Hier ist es nicht so gut. Ich merk's. Scheiße. Yes! So, hier läuft's bei mir wieder 1A flüssig. Ich muss nochmal zurücksetzen. Na, nicht so. Nee! Yep. Aber es ist schon eindeutig das schönere Spiel gegenüber Trails Evolution. Wenn man sich das so mal anguckt. Meinst du Le Optik? Ja. Ja, das ist halt einfach ein bisschen moderner alles, ne? Ja. Mehr up to date. Ich hab gehört, das hat mit Evolutions. Ach nee, das hat mit Fusionen zu tun. Fusionen sind natürlich besser als Evolutionen. Was war das denn? Okay. Fusion! So. Na, hoch die Karre! Hupsa! Verdammt! Seid ihr fertig? Bisschen. Ja.
Noch ein schönes Thema. Ja. Wie verhältst du dich in Stresssituationen? Das ist jetzt schon, kann man schon relativ am Anfang mal so fragen. Du meinst, was für Ticks man dann hat oder wie man sich allgemein verhält? Ja, bist du mehr so der dann Stress schiebt und überhaupt nicht mehr auf sein Leben klarkommt? Oder sagst du, ich bin ganz gechillt hier? Zeit wird knapp, ja. Ist das ein Thema für das Date oder wofür? Ja, genau. Also. Ich glaube, ich würde jetzt uns alle so einschätzen, dass wir eher so die Chiller sind. Ihr seid punktgleich. Ja, die ganze Zeit irgendwie schon. Das ist irgendwie voll die Cheater. Ich würde uns so einschätzen, dass wir alle erstmal zu der Kategorie von Menschen gehören, die sich erstmal was Leckeres zu essen machen. Dann. Ach, Stress. Ich müsste jetzt eigentlich gleich schon da sein. Ich mache jetzt mal so. Ich hau mal erstmal alles kaputt. Oder während Bewerbungsgesprächen. Dann eben noch eine Torte mitnehmen. Entschuldigung, ich muss kurz was essen. Ja. Nee, ich hau immer grundsätzlich setze ich erstmal alles kaputt, was ich finden kann. Deswegen ist das erste Date immer bei ihr. Weil, ne? Oh. Verdammt, ich komme hier nicht hoch. Ja, jetzt. Ui. Das läuft eher, also das Quad ist hier mal totaler Quatsch, muss ich ja sagen. Das ist super, wenn man nur so Schrägen hat, weil es eben Allrad getrieben ist. Also auch Vorderradantrieb hat insbesondere, das ist ganz geil. Du meinst, Allrad aber schließt alle Räder mit ein? Ja, auch die vorderen. Alter, wie kann man denn hier hochkommen, bitte? Vor und zurück, Lehn. Vor und zurück. Ja, mach ich doch, aber nicht... Basti, du bist ja schon im Ziel, oder was? Mhm. Das ist, vorhin hat das funktioniert. Wahrscheinlich hatte ich da einfach mehr Schwung dann dabei. Hup. Ja! Oh. Boah, also bei mir läuft es gerade so unrund, es geht gar nicht. Ich habe die ganze Zeit 60 FPS. Ja, nee, ich habe, wie gesagt, ich hab unter 10 auf jeden Fall. Ich habe zwischendurch auch Frame-Einbrüche, aber im Großen und Ganzen läuft es. Ich nehme jetzt wieder auf. So, ich mache euch jetzt mit der Revit kaputt. Fox-Spatt. Genau, die Fox-Bat, das ist das Stunt-Motorrad. Aha, das ist genau mein Ding. Da kannst du in den rechten Stick kannst du hoch und runter drücken und dann machst du irgendwelche Stunts. Aha. Ich glaube, ja, bevor ich solchen Quatsch mache... Ach du Scheiße, hier kommen wir nie. Fahr ich einfach mal. Uiuiui, richtig. Hüp! Ich mach euch mit dem Fahrrad nackig. Woo. Ja, wir machen ja auch Stunts. Ich mach überhaupt keine Stunts. Auf den 2 Millimetern da? Ja, eben, deswegen funktioniert das ja auch nicht. Oh, das ist tatsächlich. Ja, ich muss sagen, bisher ist das Spiel nett. Ja. Wahrscheinlich, das ist, also ich meine, bei Trails Evolution war das ja schon so, dass man doch irgendwann auch ein wenig die Herausforderung gesucht hat, beziehungsweise ehrgeizig geworden ist. Ja gut, aber nachdem man dann weinend in der Ecke saß. Spielt. Ja. Im Multiplayer hast du ja immer jemanden, der eventuell ist besser als du. Eventuell. Oh. Nicht ins Wasser. Och nö. Okay, aber die Strecken haben auch eine steigende Schwierigkeit, ne? Yep. Die haben vor allem viel Steigung. Kacke, ich glaube, hier komme ich gar nicht hoch. Boah, wie viele Fehler habe ich denn jetzt? Ja. Oh, haha. Hoch, du Sau. Lassen. Hoch da. Nein. Oh, das ging sogar fast. Nein. Ja, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich das hier Blotz. Mit meinem Fahrrad schaffe. Hui, genindert. Sehr gut. Oh, verdammt. Ich komme da nicht hoch. Das ist so gemein. Na, lass den Wheelie, du Sau. Komm schon! Naha. Oh Gott, das ist ja nicht so leicht hier. Ist ja schön, dass ich voll die Ahnung habe. Nein! Ich komme nicht. Ich möchte zumindest Richtung Ziel kommen. Es gibt eigentlich nur zwei Tipps, die du beherzigen musst. Nicht runterfallen. Mit dem Hinterrad aufkommen und Bunny Hop machen. Bitte. Ja, ich weiß. Ah! Hui! Ja, siehst du, schon geht's. Ah. Ich war mit dem Hinterrad aufkommen, nur leider falsch rum. Ach, hier ist eine Lücke. Okay. Hier, nein! Manu!
Welcher Trottel fährt auch ein Hochhaus mit einem Motorrad hoch? Wo fährst du denn ein Hochhaus hoch? Ja, ist es kein Hochhaus hier? Ich möchte gerne einen Trick machen. Oh, hier ist schon das Ziel. Wie schon ja, das ach, Ziel? Ich schaff's immer fast. Sieht schön aus mit deinem Fahrrad. Oh, ach nee, Moment. Zieh, du Sau! Ja! Ja! Nee, ja! Ja! Oh, oh. Sehr schön. Oh. Oh. War das? Ich leg noch ein Schippchen drauf, ne? Okay. Mit Sachen, Feder. Das ist eine sehr große Schippe, die ich da drauf legen müsste. Einfach so einen kompletten Radlader voll. Ja, aber ganz unten. Mist. Ist anstrengend. Wir machen die nochmal hier, ne? Oh ne. Ja, klar. Lauf Nummer Runde. Jetzt ziehe ich euch alle ab hier. Nö. Ich sammle in einer Runde 300 Punkte. Ja, das erste geht ja. Hör mich. Muss er ja kaum was machen. Nein. Oh, man muss doch was machen. Huch, nein. Zählt das? Oh. Ach, geilo. Kriegt man eigentlich hier auch nach wie vor Punkte abgezogen, wenn man stürzt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, wie die... Ich habe mich vorhin schon ein bisschen gefragt, wie das die... Das irgendwas mit Fehlern stand da schon in der Übersicht. Den Punkten. Au. Da man bekommt irgendwie grundsätzlich erstmal Punkte und dann bekommst du nochmal... Ja, deswegen habe ich ja auch welche. Ja. Wie ja? Hallo? Du musst mich unterstützen, dass ich voll gut bin. Ja, du bist voll gut, Rami. Ja, siehst du? Habe ich doch gesagt. Für deine Verhältnisse. Das stimmt aber tatsächlich. Ja. Wobei, ich bin gar nicht gut eigentlich. Ach, ja. Ich bin selbst für meine Verhältnisse eher so nicht so. Huch. Aber Hauptsache es macht Spaß. Würdest du von dir behaupten, dass du der Skiller bist? Nein. Also ich meine natürlich. Hängt halt immer von der Sache ab. Da. Nein. Was ist denn das, was du gut kannst? Mittelmaß. Sehr gut. Nee, keine Ahnung. Nein. Huch. Basti, du darfst... Kannst hier runterrollen. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Das mache ich die ganze Zeit. Aber es bringt mir nichts. Ah, komm da hoch. Das ist die gleiche Stelle wie wie eben. Hui. Komm schon. Ich möchte in diesem besinnlichen Moment auch mal meine Mama grüßen. Hallo. So. Hallo Ramis Mama. Ich grüße Olli und meine Mama und alle, die mich kennen. Genau, alle, die mich kennen, das ist immer ganz wichtig. Komm schon, hoch da. Bunny Hop. Jetzt hopp doch mal, du Häschen. Bunny. Mann, wie soll man da denn hoch? Das ist falsch. Hip. Nee! Na, das war okay. So eine gewisse Tendenz ist erkennbar. Ja, nein. Oh yeah, ach cool. Hallo. Hi. Wow. Was hab ich da denn gemacht? Ja. Nee, ja. Nee, ja. Oh. Ach Gottchen, was ist das denn hier? Nein. Ein Orgasmus. Das ist immer cool. Wollt ihr noch oder darf ich ins Ziel? Warte mal noch kurz bitte. Wie, okay. Du bist schon wieder vorne oder was? Sind wir jetzt einfach zeitgleich hier? Yep. Nein! Lass mich hoch! Yep. Fuck! Wie warst du in der Schule und was war dein Lieblingsfach? Mittelmäßig. War das jetzt das Fach oder wie gut du warst? Wie gut ich war und... Deutsch? Echt? Glaube ja. Aber da gab's doch nichts Aufregendes zu tun. Doch, ich fand's immer voll geil, Sachen zu schreiben. Aufsätze schreiben. Geil. 12.000 Worte und so. Hat mich angemacht irgendwie. Ich war halt immer so gut in der Rechtschreibung. Ich hatte immer irgendwie einen Fehlerquotienten von 0, irgendwas. Ja, also, das war also, das war dein Lieblingsfach, weil du da dann gut warst, oder? Nee, auch weil es mir. Nee, ich war, das waren ja. Das ging ja Hand in Hand. Ich war ja gut, weil es mir Spaß gemacht hat. Auch. Ja, okay. Ja. Und du, Rahm? Ich war jetzt auch, also ich war nicht unbedingt so der Mundaktive, sag ich mal. Also ich hab
Und ich war allgemein jetzt nicht so motiviert, sag ich mal. Nennen wir es mal so, es gab gewisse Interessenskonflikte. Lieblingsfach, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, was ich nicht so gut fand. Das war zum Beispiel Geschichte und Politik. Geschichte ja, fand ich gut, auch. Aber Politik fand ich auch nicht gut. Und beides total langweilig. Naja, Politik ist ja im Prinzip moderne Geschichte, wenn du so willst. Aber ich hatte auch einen ziemlich guten Geschichtslehrer, der, wo es einfach ab und zu mal so Stunden gab, wo er sich einfach vorne hingestellt hat und einfach so erzählt hat. Das waren echt schöne Stunden, weil der auch ziemlich viel Humor hatte und einen guten Wortwitz. Mhm. Nicht so wie wir oder so. Daher hast du das. Und der konnte halt einfach auch richtig, richtig gut Geschichten erzählen. Das war dann echt ganz angenehm. So. Verdammt Kacke hier. Da werde ich aggro. Nein, hallo. Hüpp. Liebes Spiel. Ja. Du willst es doch auch. Ich hatte ein richtiges Arschloch als Geschichtslehrer. Ich weiß noch damals auf dem Gymnasium, wie hieß der Name? Herr Freund hieß der. Hallo, Herr Freund. Wir hatten auch einen Herr Freund, aber das ist, der war jemand anders wahrscheinlich. Nein, es stürzt sich hier. Einfach beim Warten. Das war so ein Penner, ey. Aber halt auch nicht blöd. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Bin ich gleich durch hier? Warte noch, Basti. Rahmen ist direkt hinter uns. Ja. Ich will auch mal, wobei, wenn ihr extra wartet, will ich nicht Erster sein, ne. Nee, das wirst du schon nicht. Keine Sorge. Ah. Wie oft will ich hatte damals sich bremsen? Wir sollten immer voll viel lesen bei dem Lehrer. Und dann habe ich irgendwann mal was nicht gelesen und dann habe ich ihm gesagt, oh, tut mir leid, habe ich mich jetzt an der Seite vertan, ich habe die und die Seiten gelesen. Und er hat halt erstmal so alles mit den anderen gemacht und so und zu guter Letzt fragt er mich dann, so, erzählen Sie doch jetzt mal, was auf diesen Seiten stand. Fuck! Habe ich natürlich nicht gelesen, die anderen Seiten, ich habe es nur gesagt. Das ist aber auch, da bist du ja selber schuld. Na, klar. Wobei, ich muss zugeben, ich hatte Deutsch als mündliches Abi-Fach. Mhm. Und es gab ein Buch, das ich nicht gelesen habe. Und das war natürlich Thema. Ja, schön. Und stand ich richtig doof da. Da habe ich mir dann irgendwas zusammengereimt und so. Es war auch die schlechteste Abi-Prüfung, die ich hatte. Nein! Verdammt! Na. Entschuldigung, ich habe gedacht, Rami würde... Entschuldigung, ich bin ja selber schuld, wenn ich das nicht kann hier... Meine Güte. Nee, dabei war das Buch eigentlich echt gar nicht so schlecht. Ich habe es hinterher dann nochmal gelesen, sogar zweimal. Weil, von Heinrich Mann, Der Untertan. Ist ziemlich interessant. Falls das jemand kennt ihr das? Ich kenne es nicht, der Titel sagt mir was. Ich bin kein großer Leser. Auch ein Problem, warum ich Deutsch dann auch eher so mittelgut fand. Das ist aber ich meine, so der Typ schön. War verdammt cool, der das gemacht hat. Unser Lehrer, der ist leider dann nach uns auch direkt in Pension. Der hat damals auch die, also der hat es verdient dann, ne? Mit 35? Nee, aber der hatte auch die Theater-AG gemacht und das war echt ein cooler Typ. Warst du in der Theater-AG? Nee, aber die haben immer fleißig was gemacht. Immer so eine Kooperation zwischen Theater-AG und der Schulkombo, wo ich dann auch mal mitgespielt habe. Music! Das wird jetzt echt eine lange Folge, ne? Du warst in der Schul-Big Band, oder was? Naja, Big Band, also gut, die war schon ziemlich big. Also ich meine, es gab zwei Bands. Ich war zwischenzeitlich mal in beiden drin. Ja. Ja, doch, war ich. Ah! Ich bin ja total unbegabt, was das angeht. Und deswegen war ich tatsächlich in meinem 13. Schuljahr. Damals, wir hatten ja noch 13 Jahre. Ja, wir auch. Ja. Was ist denn hier? Da war ich dann auch in der Theater-AG, habe ein Stück mitgemacht. Mhm. Und, was hast du gespielt? Eine Kartoffel? Nee, ich hatte direkt eine Hauptrolle quasi. Also eine der Hauptrollen. Es gab so... Eine Bratkartoffel. Ich hatte eine ziemlich hohe Bühnenpräsenz. Mhm. Nee, ich war König Nimrod. Ah. Aha. Bei den Engeln von Charlie war das doch, ne? Drei Engel für Charlie, da warst du doch der Nimrod. Genau. Ja, da war ja einer von den Engeln. Das hat aber Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe mich dann geärgert, dass ich sowas nicht vorher gemacht habe, aber ich war vorher immer irgendwie, weiß nicht, man gerade als Jugendlicher ist es ja so, dass man viele Dinge einfach nicht macht, weil man denkt, das ist nicht cool oder so. Ne? Das ist peinlich. Genau, ja. Und hinterher stellt man fest, irgendwie ist das doch ganz geil und es hat ziemlich viel Spaß gemacht und man ärgert sich, dass man es nicht schon früher gemacht hat. Mhm. Das stimmt. Theater wollte ich eigentlich auch immer mal mitgemacht haben. Allerdings war ich damals noch so ein bisschen schüchterner.
Heute gar nicht mehr, ne? Es ist ja, das kennt man ja. Aber ich bin ja auch mehr der schüchterne Typ. Nee, ich glaube, das sind alle Let's Player. Ach, hör mir auf. Das glaube ich nicht. Du bist doch hier die Rampensau. Es ruckelt. Ja, aber nur bei Trials. Achso. Da bin ich die Rampensau. Weil es die Rampen gibt. Genau. Nee, keine Ahnung. Irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich mir das damals. Ich weiß nicht warum. Es gibt ja immer irgendwelche Ausreden, die man sich selber vorschiebt, warum man irgendwas nicht macht. Ja, aber ich glaube, insgesamt, man muss einfach ab und zu mal sich so einen Ruck geben und sich sagen, so, jetzt traue ich mich einfach, das mal zu machen. Und dann stellt man hinterher fest, es ist ganz gut. Oder man kann eben sagen, es ist nicht gut, aber dann hat man wenigstens was gelernt dabei. Zeit wird knapp. Ich gebe dir gleich Zeit wird knapp. Sauerei. Ist vorbei. Die Zeit wird knapp. Ich will zumindest irgendwann mal ins Ziel kommen. Weil ich war ganz am Anfang mal ins Ziel. Ja, ich wollte schon sagen. Ey. Ja, so schlecht bin ich auch nicht. Lauf, so, ich rase jetzt durch. Ich beende das jetzt ganz schnell. Nein. Scheiße. Nein. Hüp, tschu. Senkrecht Nein. hoch ist selten gut. Aua. Huch, was ist denn? Fuck, was ist denn jetzt hier los? Wieso kriechen? Was ist jetzt? Senkrecht hoch ist bei Raketenstarts gut. Ich bin aber keine Rakete. Also nicht jetzt. Nicht in Trials, ne? Das ist eine Spaßrakete. Ja, selbst bei der Spaßrakete bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, spätzündende Spaßrakete oder so. Ja. Oder so ein ich mache einfach nur eine Menge Rauch. Bleibst du auf dem Boden. Ja. Meine Witze heben nie ab. Das ist ein bisschen blöd. Oh, guck mal. Ich meine, guck dich. Sonst fahrt ihr schlecht. Bitte, wir schlecht. Ich bin ja dafür, fahren. Dass das hier ein Hörspiel wird. Ich vertone das alles nach. Von wegen, ich bin der Beste und so. Okay. Kannst du denn die Moped-Geräusche gut nachmachen? Je nach Bohneneintopf, sag ich mal. Wo ist denn jetzt das Niveau schon wieder geblieben? Echt, ey. Entschuldigung. Mann, kaum bin ich mal zu Besuch, ne? Echt, ey, geht das Niveau richtig in den Keller. Ich bin ja immer das noch der Meinung, dass... Ich bin ja immer noch der Meinung... Ich sollte einfach weniger mit dir aufnehmen. Seitdem ist das Niveau deutlich gesunken. Das ist genau andersrum. Ich meine, seitdem ich mit euch mehr zu tun habe, ne, ist mein Leben irgendwie ein anderes. Aber ein besseres? Das schöneres? Das will ich jetzt hier mal nicht so... also das kann sich jeder selber denken. Huch, was ist denn? Nein, es ist auch schön, euch alle zu kennen. Euch auch, ihr Zuschauer. Seitdem ich euch kenne, habe ich ein paar Zuschauer mehr. Hallo. Moment, aber da muss man wirklich sagen, seitdem ich hier auf YouTube bin, ist mein Leben ein anderes. Weil ich mache nämlich YouTube-Videos. Ja. Mein Leben ist besser. Also, so pauschal gesagt. Als hallo, ich war doch kurz vom Ziel. Was ist denn das hier? Nee, als deins nicht. Ihr habt natürlich die Top-Qualitätsleben. Ich habe nur so ein billiges vom Supermarkt. Vom Lidl oder was? Nee. Von Chibo. Das ist ja kein Supermarkt. Aber es hat Kaffeegeschmack. So. Wirklich? Oh, jetzt ein Kaffee. Ist immer nicht mal ganz viel Milch und ganz viel Zucker. Jetzt ist das letzte. Ja, ich sport mal durch, ja. Also sind das jetzt zwei Folgen, die wir hier haben, oder was? Wir fahren alle mit dem gleichen Moped. Wir machen normalerweise immer eine Folge. Egal, eine halbe Stunde. Okay. Ja. Ja, das ist halt, morgen ist ja Weihnachten, wie gesagt, da können sich die Leute bei der Hälfte Ja, aber da haben die Leute doch noch weniger Zeit für den ganzen Quatsch hier. Nee, eben nicht. Abends, ab einer bestimmten Uhrzeit, hat doch jeder Zeit zu Heiligabend. Da ist aber man nicht mehr so ganz aufnahmefähig. Die Zwölfjährigen, die halt sich freuen, dass jetzt nachher irgendwann Geschenke ausgepackt werden, die haben dann nichts zu tun. Genau, und Mama und Papa sind froh, dass sie in Ruhe den Gänsebraten reinschieben können. Wo rein? Nee, lassen wir das. Also. Dann... Oh, jetzt haben wir eine Schellenstrecke. Die ist mir zu bunt. Nee, ist doch schön, wenn man die Kinder einfach vor den PC abstellen kann und die sind erstmal ich ruhig. Ich bin am Ziel! Yay! Ja. Ja, gut. Wart ihr denn früher quengelige Kinder so Richtung Bescherung? Wart ihr ganz ungeduldig und dann, ich will als erstes auspacken? Kommt drauf an, was du jetzt mit Kindheit meinst. Bevor du 20 wurdest. Im Schnitt nicht, nee. Aber so die ersten 2-3 Jahre ist doch jedes Kind. Also aufgeregt auf jeden Fall. Kind, ja. Ich war, glaube ich, nicht quengelig, aber ich war schon sehr neugierig, sag ich mal. Ja. Ich war sowieso kein quengeliges Kind, aber ich war schon innerlich angespannt. Du warst ein interessierter Mensch, sag ich mal.
Ich bin ja sowieso jemand, der so sein Innerstes nicht unbedingt nach außen trägt. Hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Ich frage mich, zu wessen Vorteil das ist. Zu meinem, weil sonst wäre ich tot. Oh, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Nein, ich bin noch nicht gut. Ah, ich war gut. Oh, einmal vorne sein. Huch. Ich weiß noch, dass ich immer, also bei uns war das immer so, dass das Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum stand. Fred! Hey! Ey, es gibt ein Podest, das ist ja cool, da kann man sich noch gleich viel mehr feiern. Ja. Das hätte ich gerne eine Flasche Shampoos, die ich auf euch. Ich bin auf dem dritten Platz, immerhin. Ich sag aber nicht von wie vielen. Ich schreibe einfach noch irgendwelche Fake-Namen hier in die Liste rein, die unter mir sind. Ja. Gronk, Darata, Zombie. Die können alle nix. Alle minus 100 Punkte. Und Zeit 10 Tage. Nee, bei uns war das immer so, dass wir, natürlich als wir klein waren, gab es immer auch die Geschenke erstmal als erstes für die Kinder, ne? Und später haben wir das dann so gemacht, dass immer gewürfelt wurde, wer dann als nächstes dran ist. War eigentlich ganz lustig. Tja, das haben wir auch gemacht. Wir haben auch immer gewürfelt. Ja. Das ist ganz angenehm eigentlich. Dann ist halt, dann machen nicht alle gleichzeitig das, dann ist die Aufmerksamkeit tatsächlich eher an der Person, die gerade auspackt. Und man ist nicht nach 10 Minuten schon fertig. Ja. Es hat mehr einen Event-Charakter. Ja, das ist stimmt. Eine abendfüllende Tätigkeit. Man kann da auch eine richtige Gameshow draus machen. Ja. Ja, mit Werbeblöcken dazwischen und so. Ja, Pinkelpausen halt, ne? Pinkel- und Schnapspausen. Apropos Pinkel- und Schnapspausen. Wie lange haben die Zeit jetzt, bis die nächste Folge kommt? 2 Tage. Einen Tag und dann kommt schon die nächste Folge. Ja, richtig. Na, es sind genau 48 Stunden. Er könnte jetzt 48 Stunden lang durchpinkeln. Es sei denn, ihr guckt nicht um Punkt 17. Es sei denn, ihr habt ein Smartphone und könnt auf... Stunden, weil die Folge ja auch einen Zeitraum hat. Oder ihr habt halt ein Mobilgerät und ihr könnt auf Toilette schauen. Das ist auch schön. Da kommt man gar nicht mehr runter. Ist doch toll. Aber ganz wichtig, anders als Zeitung kann man sich mit dem Mobilgerät nicht den Hintern abputzen hinterher. Gibt's denn nicht eine App für? Ich weiß ja nicht. Klopapier-App. Oh Gott. Hast du immer so einen Streifen auf? Muss man dann halt ein bisschen hochscrollen, damit man ein frisches kriegt. Das ist dann, ja, das ist. Das scrollt dann so quasi mit dem Arsch. Man muss halt mit der ganzen Hand scrollen, dann wird's wieder sauber. Das heißt dann wischen. Man muss von links nach rechts gehen. Wir sollten das nicht vertiefen. Es war schön mit euch. Vielleicht bin ich ja nochmal mit dabei. Die nächste Folge vielleicht. Ja, vielleicht die nächste Folge. Ja, eine sehr lange Folge. Heißt von mir spontan. Wie heißt das bei euch? Trials Fusion. Ah. Ihr seid so kreativ. Der Fred Vorlaut, der Knasti und ich. Schaut auch bei den anderen vorbei. Die machen mehr Trials. Die sind besser. Falls ihr sehen wollt, wie man vielleicht fahren könnte, dann guckt bei denen. Tschüss! Das klingt jetzt fast, als hätten wir es drauf. Tschüss! Nee.